Hallo und herzlich willkommen zum großen Finale von Forgotten Memories. Ja, unsere Rose scheint wohl so ein bisschen nervös zu sein, weil jetzt kommt das große Finale. Wir werden möglicherweise die Wahrheit erfahren, denn ja, das Spiel, wie gesagt, ist kurzweilig und das ist somit auch gleichzeitig der vorläufig letzte Part. Ich sag deswegen vorläufig letzte Part. Wir werden nochmal den schweren Modus im nach Speedrun-Manier durchspielen, weil das hat einen bestimmten Grund. Ich will euch noch etwas zeigen, was wichtig ist. Ein paar Goodies, die interessant sind und einen ganz bestimmten Gegner, den es nur im normalen bzw. im schwierigen Modus gibt. Den gibt es hier nicht. Ich wollte euch erstmal durch das Spiel führen und ich hoffe, das habe ich erfolgreich geschafft. Falls ja, auf jeden Fall Kanal abonnieren, falls ihr neu seid, und Glocke aktivieren und natürlich den Daumen nach oben hinterlassen. Das wäre sehr gut von euch. Und ich würde vorschlagen, wir gehen jetzt direkt rein und stellen uns der Wahrheit und einen möglichen Bosskampf. So, sind wir bewaffnet? Okay, wir sind gut bewaffnet. Ich würde sagen, wir lassen das mit dem... Wir finden den Revolver. Bisher hat die Tür jetzt aufgeschlossen und ich kann sie öffnen. Weil die Schrotflinte hat nur 2 Schuss. Und es dauert eventuell auch ein bisschen lange, bis die Schrotflinte komplett aufgeladen ist. Ich habe einen kleinen... Okay, alles klar. So, fassen wir mal zusammen. 4 große Medikits, 9 kleine Medikits, 5-mal Adrenalin. Also viel haben wir bisher noch nicht verwendet. Aber diesmal möchte ich das. Die 2 kleinen. Für den Fall der Fälle, auch wenn es jetzt der leichte Modus ist, man sollte die Lage nicht unterschätzen. Und wir sehen, Dorothy ist auch hier. Aber tot wieder. Aber sie hat uns zu uns gesprochen. Was hat das alles zu bedeuten? Warum das Ganze? Wir werden es jetzt herausfinden. You're full of surprises. Nobody has ever gotten so far before. Congratulations. It's very nice that you brought me my stuff. But I don't think that'll really be enough. Jetzt wird sie lebendig. Did you understand what free really means? Because you have one more thing to do. Damn it! Das ist der letzte Boss, Dorothy. Und warum wir gegen sie kämpfen müssen, ist mir schleierhaft, aber... Oh. Und das war's. So einfach ist der Bosskampf. Wie gesagt, ist ein leichter Modus. Im schwierigen Modus ist sie deutlich schwieriger. Und da braucht Fear and Wrath. Kann sie deutlich mehr tanken. To really be free, you need to explore yourself to understand and destroy them. That's what you did for me. Don't be surprised. It was the only way. Trust me. It was only my fear and anger that kept me here. It's why I guided you to me. I only have one thing left to do. Thank you.
Do you have the slightest idea what it's like to be kept away in here? Stuck between life and death, eaten away by remorse and frustration. You can only wait, alone, lost and forgotten by everyone. You slowly come to understand who you really are. You try to live with the shadow inside you and admit being your own prison. Shadow work. But now, it's over. I'm free. Thanks to you. You're strong. I would have loved to be like you. Farewell. And forgive me. Es sieht so ein bisschen aus, als ob sie in ihr eingedrungen wäre. Es ist ja auch bei ihrer Leiche. Ist sie jetzt von Dorothy besessen? Es sieht ein bisschen komisch. Es sah so ein bisschen aus, als ob sie in ihr eingedrungen wäre. Ich kann nichts mehr tun. Ich bin ohnehin schon viel zu lange hier. Das war's also mit Dorothy und hier liegen lauter Leichen. Doch was meinte sie? Frei sein. Sein Innerstes erforschen. Sie hat wirklich das wiedergegeben, was Carl Jung gesagt hat. Carl Jung. Wie auch die im Englischen gerne ihn bezeichnen. Shadow Work. Nötig, um sich selbst zu erkennen, seine Schwächen, seine dunklen Seiten zu erkennen. Aber wir wollen erstmal dem Licht entgegenblicken. Also bloß raus von hier. Ich sehe das Licht und das Licht sieht mich. Und nun sind wir wieder da, wo wir eigentlich sein sollten. Vor dem Spind. Oh, my head. So. Es gibt prinzipiell nicht mehr viel zu tun. Wir erreichen jetzt den 5. Stock. Und wir werden feststellen, Speichern ist nicht mehr. Was soll ich dort? Ich muss zum Aufzug in den 5. Stock. Sie werden regelrecht daran gehindert, andere Türen zu betreten. Wir können nichts tun, wir können nicht mal hier diese inneren Anstalt verlassen. Und jetzt wird auf uns gezeigt. Nicht nach vorne, komischerweise. Ich. Blutet ihre Nase? Du bist schuld. Du bist schuld. Du bist schuld. Bin ich Walton? Bin ich Walton oder was? Ich will hier rein. Tja, keine Möglichkeit. Alles sehr auffällig, wie auf uns gezeigt wird. Da ist Noah. Congratulations! You did perfectly fine. Yet at one point, I thought I was going to fail. Yes, I know. And I'm sorry. I didn't think she would cause us so many problems. And what will become of her? Don't worry about that. We'll probably never hear from her again. I hope it was worth it. You know, a poet once said that there are two tragedies in life. One is not getting what you desire, and the other is getting it. I hope for your sake he was mistaken. Anyway, you have the key to the laboratory on the 5th floor. You should get in the elevator now, and you'll find what you are looking for. I told you I'd help, right?
And I always keep my word. Was macht sie hier? Und warum blockieren die Puppen den Weg? Ich würde gerne so einen Wall-Glitch anwenden, einen Wall-Cheat und gucken, ob da was ist. Wir können nicht mehr mit ihr sprechen. Das war's. Tja. Nochmal kurz umschauen. Können wir auch nicht mehr? Das heißt, wir haben keine andere Wahl. Was verbirgt sich im fünften Stock? Alle reden über ihn. Es scheint so geheimnisvoll zu sein. Dorothy hat da irgendwas ganz Bestimmtes gesehen, was ganz Spannendes. Zum Spielen und Schokolade. Nein, keine Kinderschokolade, keine Überraschungsei. Aber was anderes Interessantes, das wollen wir uns mal genau anschauen. Los geht's. Verwende den Aufzugsschlüssel mit dem Panel. Did you understand what free really means? I need you. It was the only way. Trust me. I would like you to help an old friend of mine. I didn't think she would cause us so many problems. I told you I'd help, right? And I always keep my word. I never doubted you, Noah. You always were my trusted friend. Aber wenn sie jetzt da ist, sie von Rose Besitz ergriffen hat, was ist jetzt mit Rose passiert? Was ist hier los? Irgendwas stimmt nicht. Rose Seele ist hier in dieser Parallelwelt gefangen, so wie Dorothy einst. Sie haben Plätze getauscht. Während Dorothy frei ist, ist Rose für alle Zeit hier. Verdammt. Es gibt kein Happy End. Das ist schon krass. Aber das ist der Plot. Kein Happy End. Rose, could you really be in this asylum? Das ist ihr Kollege. Er will nach ihr suchen. In einem möglichen zweiten Teil, den es Stand November 2020 noch nicht gibt. Und jetzt kommen erstmal die Credits. Und es ist auch gut, dass sie kommen. Dann kann ich ein paar Worte zum Spiel verlieren. Ja, wo soll ich denn anfangen? Der Song ist geil. Ich will ihn am liebsten gar nicht kaputt machen. Ich gehe ein bisschen näher ran. Wir dürfen nicht vergessen, es ist ursprünglich ein mobiles Spiel. Also ich spiele auch die mobile Version. Es gibt es einmal für Android, für iOS. PlayStation 4 habe ich, glaube ich, nicht erwähnt am Anfang, bin mir nicht sicher. Und bald für die Nintendo Switch. Möglicherweise, während ihr euch dieses Video anschaut, ist es schon für die Nintendo Switch verfügbar. Also ist die Information, die ich hier gebe, schon veraltet. Aber kann ich natürlich nicht wissen, wann ihr euch dieses Video anschaut. Grafisch gesehen, für Smartphone- und Tablet-Verhältnisse richtig gut. Hat auch was klassisches PlayStation 2-mäßiges. Wenn nicht sogar ein bisschen besser als PlayStation 2 Grafik, würde ich mal mich aus dem Fenster rausnehmen. Ja, ich kann nicht mehr sprechen. Sorry, ich musste da jetzt unbedingt mitmachen. Es ist einfach genial. Grafisch top. Für Smartphone-Verhältnisse hätte ein bisschen
kleines bisschen stabiler laufen können, aber so ein kleines bisschen ist Kritik auf hohem Niveau. Story ist konsistent, man erfährt vieles, aber nicht hundertprozentig alles. Also es, man hat das Gefühl, der Entwickler oder das Entwicklerteam möchte im zweiten Teil noch mehr erzählen und lässt hier und da einiges offen. Weil es ist nicht klar, war jetzt wirklich Dr. Wharton für die Morde verantwortlich? Hundertprozentig wird das nicht gesagt. Und dass Dorothy eine Affäre mit ihm hatte, haben sie gemeinsame Sache gemacht? Das ist nicht hundertprozentig klar für mich. Also es läuft darauf hinaus, dass Dr. Wharton dafür verantwortlich ist, aber wir sehen, was Dorothy angerichtet hat. Sie hat mit uns Körper getauscht. Danke, dass du unser Produkt gespielt und uns unterstützt hast. Mache ich gerne. Ihr seid ein tolles Spiel. Du hast die Modus neues Spiel freigeschaltet, die dir neue Waffen und neue Kostüme liefern. Den werden wir auf jeden Fall spielen, aber noch nicht in diesem Part. Grafisch toll. Schwierigkeitsgrad gibt es ja eine Auswahl. Man kann es in leicht spielen, man kann es in normal spielen und man kann es in schwierig spielen. Und das ist meine Bewertung. Grottenschlecht. Das Spiel in knapp 2 Stunden durchgespielt. Ich sag's ja, es ist ein kurzweiliges Spiel und weil es eben kurzweilig ist, wollen wir den schweren Modus nochmal spielen. Story ist konsistent, Grafik ist super. Der Verlauf ist gut. Steuerung ist top. Würde ich sagen, also ich habe nichts zu meckern, sowohl im Smartphone als auch, also Touchscreen, als auch Gamepad. Man kann es mit dem Gamepad spielen. Ich habe es die ganze Zeit über in diesem Let's Play mit dem Gamepad gespielt. Ich hoffe, es ist nicht zu laut, weil ich rede deswegen so ein bisschen lauter, weil ich weiß nicht, ob jetzt ihr das alles verstehen könnt. Muss ich sonst mal in der späteren Bearbeitung mal nachschauen. Es ist ein tolles Spiel. Was mir fehlt, ist halt so mehrere Bosskämpfe. Es waren zu wenige, aber wie gesagt, es sollte halt einen Hauptbosskampf geben und kleine Gegner, die Geister hauptsächlich und die Puppen. Das ist alles. Aber aufgrund der Tatsache, dass vermutlich die Leute davon ein bisschen enttäuscht waren, gibt es im normalen und im schwierigen Modus einen neuen Gegner im Stil von Mr. X für Resident Evil 2 bzw. Nemesis für Resident Evil 3, der uns ordentlich einheizt. Deswegen will ich noch, Endbewertung kann ich trotzdem geben, weil dieses Monster, wenn man dieses Monster mit berechnet, ist es ein gutes Spiel und für zwischendurch auf jeden Fall empfehlenswert. Hätte länger sein können, aber hier spielt wieder der Name mobiles Spiel eine Rolle. Es gibt auch längere Spiele, mobile Spiele, aber das haben wohl die Entwickler absichtlich so gemacht und haben damit auch direkt einen zweiten Teil angeteasert, auf den die Community schon sehr, sehr lange wartet. Stattdessen werden wir die Nintendo Switch-Version bald bekommen, beziehungsweise haben sie schon bekommen, je nachdem, wenn ihr euch dieses Video anschaut, ist sie schon draußen. Das heißt, man darf auch nicht vergessen, das Spiel kostet 4,99 € im Play Store. Ich glaube, genauso viel im Apple Store. Bin mir nicht hundertprozentig sicher. Aber dafür, für die Länge und für den Preis, relativiert sich das Ganze insgesamt. Ich finde es in Ordnung. Kann mir trotzdem vorstellen, dass der eine oder andere enttäuscht ist, dass es so kurz ist. Also wie gesagt, ich möchte an der Stelle für die Entwickler eine Lanze brechen, weil es sind Indie-Entwickler, sie bieten das Spiel für 5 € an und ansonsten ist das Spiel für zwischendurch, dafür soll es auch wohl geeignet sein, wirklich eine Perle, erinnert stark an Silent Hill, auch ein bisschen an Resident Evil und ich finde, es hat wirklich so ein bisschen diesen klassischen Flair eingefangen, deswegen gibt es von mir auf jeden Fall eine Empfehlung. Und ja, meine Frage an euch, wie fandet ihr das Spiel? Fandet ihr es gut? Mittelmäßig? Schlecht? Wenn ja, warum? Was hat euch gefehlt? Was hättet ihr gerne gesehen? Wie gesagt, wichtig ist,
dass ihr auch nochmal die darauf folgenden Teile schaut, weil wir werden das Spiel nochmal im schwierigen Modus speedrunnen, weil es da Sachen gibt, die wir sonst im regulären Spiel nicht kennen. Beziehungsweise auch im regulären Spiel kann man auch dieses eine Monster sehen, welches eben nicht im leichten Modus verfügbar ist, weil ich habe das Grund-Gameplay, sage ich es mal, wollte ich mal den Fokus darauf legen, die Story euch zu zeigen, das Spiel euch generell zu zeigen. Und dann in den darauffolgenden Parts wird es halt darum gehen, wie das Spiel insgesamt sein kann, unter Extremvoraussetzungen und mit allen Goodies, mit allen Sachen freigeschaltet und so weiter und so fort. Ja, Freunde, das war's erstmal von Forgotten Memories. Ich bedanke mich wirklich ganz herzlich, dass ihr dabei wart. Sei es, wenn ihr ein Like da gelassen habt, wenn ihr stiller Zuschauer gewesen seid, wenn ihr den Kanal abonniert habt, wenn ihr einen Kommentar hinterlassen habt. Egal, ich hoffe, ihr habt es genossen. Ich würde mich auf jeden Fall freuen, wenn ihr es auf jeden Fall mal mitteilen könntet. Und ansonsten auf jeden Fall einen Blick auf die Playlist werfen könntet. Und auf meinen Kanal. Ich würde mich auf jeden Fall sehr freuen. Ihr würdet mich damit sehr unterstützen, denn Stand November 2020 ist mein Kanal noch relativ klein. Ziemlich klein, mikroskopisch klein, um nicht zu sagen. Deswegen würde ich mich über Zuwachs freuen. Herzlich willkommen an der Stelle, falls ihr neu seid. Und wir sehen uns auf jeden Fall beim nächsten Projekt bzw. im schwierigen Modus wieder. Bis dahin wünsche ich euch was Schönes und wir sehen uns beim nächsten Projekt bzw. beim nächsten Video wieder. Macht's gut und auf Wiedersehen. Ciao.